Ja, was ist denn da los? Sagt DJ Nick. Und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Workers and Resources. Ich finde, wir haben bis jetzt ganz gut gearbeitet hier in unserem Leipzig. Ja, wir müssen echt immer ein bisschen aufpassen. Und ich glaube, dass wir es nicht mehr schaffen, vor dem Winter die Leute noch einziehen zu lassen. Ich weiß auch nicht, ob es clever ist, dass wir da jetzt so einen Druck ausüben. Deswegen würde ich jetzt einfach mal weiterlaufen lassen, denn wir sind natürlich schon auf Einnahmen angewiesen und werden jetzt in aller Ruhe uns überlegen, wie es jetzt weitergeht. Wir brauchen zum einen jetzt nochmal Strom, wir brauchen zum anderen noch das Abwasser haben wir jetzt schon gemacht und wir brauchen natürlich das Allerwichtigste, wir brauchen natürlich Wasser. Unsere. Das waren die Schulkinder. Okay. Wir brauchen natürlich noch eben Wasser hier für unsere ganzen Sachen. Und wie ich im letzten Teil, im XL-Teil schon mal erwähnt habe, wir werden sehr, sehr viel Einwohner haben. Also ich denke, hier oben, hier werden wir überall Häuser hinbauen müssen. Ziemlich viel, mehrere tausend Leute. Das heißt also, wir brauchen schon dementsprechend den Wasserflow. Ich bin nur ein bisschen überlegen, ob wir jetzt trotzdem hier oben eine Wassergeschichte herbauen, weil dann hätten wir hier schon mal die Bushaltestelle und könnten hier das Wasser für die linke Seite, sage ich jetzt mal, für die Stadt machen. Dann hätten wir entweder die Chance, hier Wasser zu bauen oder eben hier unten und hier das Wasser liefern für die rechte Seite. Ich könnte mir sogar gut vorstellen, ich meine, wir haben bei dem Brunnen eine Kapazität von 312, noch irgendwas, wenn ich es jetzt gut auswendig weiß. Bei den großen Wasserbrunnen 215 Kubikmeter. Das reicht natürlich nicht. Also das reicht niemals für ein paar tausend Leute. Ich denke fast, dass wir mindestens drei brauchen. Das wären also ja gut über 600 Kubikmeter Wasser. Ich glaube, das werden wir schon brauchen. Genau wissen tut man es nie. Am Ende müssen wir halt vielleicht sogar noch was dazu bauen. Oder vielleicht hier rechts sogar noch was Viertes dazu bauen. Es sind jetzt alles nur Hirngespinste. Wir bauen jetzt mal weiter. Und zwar würde ich jetzt tatsächlich zuallererst einmal sagen, wir ziehen uns jetzt mal oder holen uns jetzt mal den Strom noch hier rüber. Den brauchen wir auf alle Fälle natürlich. Ich würde es jetzt doch tatsächlich, also ich lasse den oberen Strom jetzt noch, damit wir hier auf alle Fälle einen Stromanschluss haben. Hier ist schon Strom drauf. Würde den aber trotzdem jetzt den Hauptstrom von unten hier nehmen, weil wir hier dann natürlich uns später den Strom aus dem AKW natürlich holen. Das liegt ja irgendwie total auf der Hand. Was sagt denn da jetzt eigentlich? Trinkwasser oder keins. Okay, das meldet er noch als Fehler, aber hier haben wir eigentlich zwei Trinkwasseranschlüsse. Meldet er das als Fehler, weil noch keine Arbeiter wahrscheinlich da sind, oder? Also hier wäre ja der Tank. Okay, auch das sind so Geschichten, die können wir dann erst testen, tatsächlich testen, wenn wir die ganzen Arbeiter haben. Da müssen wir schnell schauen nochmal. Können wir hier zu Fuß zur Bushaltestelle? Ja, 260 Meter, das geht. Das heißt also, wir in der Bushaltestelle werden wir die hier versorgen. Die brauchen nur 10 Mitarbeiter, 7 Mitarbeiter und die restlichen gehen dann hierher. Ja, habe ich bereits auch erwähnt. Ne? Wir werden zum einen, also jetzt haben wir ja schon den Rundkurs hier einen Zug rundherum schicken, der hier Leute abliefert. Ich hoffe, das klappt irgendwie. Und hier schicken wir Busse her. Ich weiß gar nicht, ob wir die Zugstation überhaupt, den Bahnhof überhaupt brauchen. Sehen wir dann noch. So, jetzt Strom. Okay, wir brauchen hier nochmal eine Strombrücke. Ja. Schauen wir mal, haben wir hier noch was frei? Wir stürzen uns hinein. Ah, hier hätten wir auch noch. Kommt man hier. Nee, das gefällt mir nicht so gut, weil wir vielleicht sogar mehr Leitungen brauchen wie eine. Dann. Alles will wohlweislich überlegt sein. Ihr wisst es ja mittlerweile. Ja. Wir bauen hier nochmal einen Spannungsschalter her. So. Schauen wir mal seitlich drehen, damit ich das besser sehe. Es soll ja gerade sein, ne? So, und dann hätten wir hier nochmal drei extra Ausgänge, wenn wir es brauchen würden. Ja, bin ich okay. Dann schließen wir den gleich wieder an.
Büro. So, ganz kurz schnell laufen lassen. Zack. Ja, Strom ist da. Wunderbar. Und jetzt können wir von hier nochmal die Stromleitungen nehmen für unsere Stadt. Beziehungsweise hier will ich nur eine herbauen. Das werde ich übrigens auch nochmal ändern. Habe ich noch gar nicht erzählt. Ich möchte auf alle Fälle möchte ich die Feuerwehr, das machen wir anders. Wobei, das überlegen wir uns später. Jetzt hätten wir nämlich Wasser und Abwasser hätten wir jetzt nämlich da, gell? Dann könnte man die Feuerwehr eigentlich fast lassen. Aber da brauchen wir auch wieder so viel Leid. Das ist mir eigentlich, ich habe mir mit dem Gedanken gespielt, doch nur eine Feuerwehr in die Mitte zu stellen. Und dann alles zu betreiben. Ich glaube, das ist fast gescheiter. Okay, wir machen jetzt Folgendes. Das überlegen wir noch. Wir werden jetzt zuerst hier mal legen jetzt mal hier. Geben wir doch nochmal die Linien. Ist die weit weg. Sollen wir den. Da sind wir. Da sind wir. So. Ach so, ich wollte ja eigentlich laufen lassen, gell, damit wir noch ein bisschen Einnahmen erzielen. Ich hoffe, da kommt auch wieder was rein. Warte mal. So, das passt schon ganz gut. Ungefähr. Oh Mann, nochmal querstellen. Daher. So. Jetzt machen wir hier. Ja, man darf sie nicht lumpen lassen. Jetzt machen wir hier nochmal einen Spannungsschalter, damit man dann von hier tatsächlich gut in die Stadt wegkommt. Achso, da brauchen wir wieder Straße, gell? Ja, blöd. Ja, hilft nichts. Mit der Straße hin oder her, das nehme ich jetzt noch nicht mehr so tragisch. Straße brauchen wir halt. Da stellen wir jetzt hier hin. Weil jetzt würde ich ganz gern einen Stromausgang hier hoch machen. Ja. Ziehen wir jetzt mal hier hoch. Daher. Passt. Und dann würde ich sogar hier gleich mal sicherheitshalber noch ein Trafohäuschen herbauen. Und dann hätten wir da auch noch Strom, was immer wir da noch dazwischen bauen wollen. Okay. Machen wir mal so. Zack. Wunderbar. Gut. Und dann müssen wir jetzt mal schauen, haben wir hier. Achso, unsere Stromhäuschen. Ja, damit, wieso hat denn dieses Gebäude eigentlich keinen Strom? Die Stromleitung hier. Das Gebäude hat Strom. Aha, da ist ein Loch. Okay. Machen wir sowieso anders. Haben wir hier einen Strom. Wir werden hier in der Mitte noch einen Strom herlegen. Wir werden hier noch einen Strom herlegen. Sollte dann vorerst mal reichen. Ja, deswegen werden wir jetzt diese Stromleitung hier nochmal wegmachen. Ja. Aber geht ganz gut. Brauchen wir nicht. Mag ich eh nicht so unter der Stadt so lang. Das ist mir alles ein bisschen zu weit. Voilà. Gut, dann haben wir hier. Da haben wir auch noch einen Strom, den machen wir auch weg. Das gefällt mir alles nicht. Naja, man muss wirklich. Das Geld kriegen wir leider nicht mehr zurück. Wo
Was haben wir denn? Ah, Einnahmen. Deswegen läuft es so schnell. Cool. Keine Ausgaben. Einnahmen. Sehr gut. So, das machen wir das. Das heißt also, stimmt, hier war auch schon ein Stromhäuschen. Das wird nochmal umgebaut. Oder? Moment. Naja, wohl, müssen wir gar nicht. Mal hier ein Strom, hier ein Strom, hier ein Strom. Ja, das ist okay. Das können wir eigentlich lassen. Jetzt nur die Frage, wie man verlegen. Eigentlich quer direkt verlegen, oder? Hier interessiert ja eigentlich gar keinen, oder? Können wir von mir aus unterirdisch verlegen. Was hat denn der? 2,5 Megawatt und der hat 1,85 Megawatt. Ja. Der Bodenansicht. So. Den könnten wir eigentlich doch direkt hierher verlegen. Machen wir auch. Den legen wir direkt daher. Im Moment, fällt jetzt noch einer? Nö, fällt nicht. Den legen wir direkt daher. Ja. Hier geht ja dann noch der letzte Anschluss. Ja, dann ist eh schon wieder fast alles besetzt. Glaublich. Okay. Ist Strom drauf? Das Gebäude hat keinen Strom, okay, weil da ist Strom. Ach so, weil der noch nicht fertig beim Bauen ist. Jetzt ist er fertig. Und jetzt ist auch Strom drauf. Wunderbar, sehr gut. Sehr schön. Haben wir schon mal das? Ja, ich finde das jetzt nicht so schlimm. Man sieht es eh nicht, oder? Dass es jetzt so quer rüber geht. Was brennt? Wer brennt? Warum? Wieso brennt was? Was? Das Krankenhaus brennt. Ach du meine Güte. Aber wo ist denn die Feuerwehr? Ah, Feuerwehr wurde gerufen und fährt zu diesem... Ah, sehr gut. Puh, Schwitz. Hallo, Feuerwehr? Ist da irgendjemand? Hey, das Krankenhaus brennt. Ach mei, seid ihr langsam. Gott, das sind keine Feuerwehrleute. Meine Güte. Da kommen ein bisschen wenig Leute hier an. Ha? Habe ich so den Eindruck von der Bushaltestelle. Wir haben insgesamt ein bisschen wenig Leute. Ha? Also ich will jetzt nicht so rumdoktern, weil es läuft ja alles, aber... Hier insgesamt sind es aber auch wenig Leute. Feuerwehr kommt. Feuerwehr ist vor Ort. Gut. Feuerwehr löscht. Alles klar. Gut. Ja, ja, ja. Krankenhaus ist natürlich immer bedenklich. So, wie schaut es eigentlich mit der Ernte aus, wenn wir gerade da sind? Auch gut. Sehr schön. Da läuft ganz schön was zusammen. Wunderbar. Wir können uns weiter auf Leipzig konzentrieren. Im Moment gibt es keine Fehlermeldungen. Gott sei Dank. Und machen hier weiter und lassen wirklich mal laufen, weil das schaut mit den Einnahmen ganz gut aus. Okay. Das war das. Feuer gelöscht. Wunderbar. Kommt die Nachricht. Entschuldigung, kurzer Husterer. Jetzt überlege ich gerade, wie machen wir den weiter? Wasser. Das ist das nächste. Haben wir den schon? Ich glaube, die Wasseranschlüsse sind schon da, oder? Naja, Wasseranschlüsse haben wir schon gemacht. Da haben wir einen Strom, der kommt von oben. Okay. Moment einmal. Ach so. Ja. Abwasser. Passt.
Abwasserfüllung 0%. Okay, weil da nirgendwo, klar, wir haben ja noch überhaupt gar keine Menschen. Das andere war die Heizung. Das ist das Wasser. Da ist noch nichts angeschlossen. Okay, puh. Jetzt kommt diese große Action mit dem Wasser. Und dann kommt nur das mit dem Heizen. Ist nur ein bisschen. Ja, da haben wir schon die Wasseranschlussstationen. Also, wie machen wir es? Hier oben würde ich tatsächlich sagen, Brunnen, linke Hälfte der Stadt hier beliefern mit Wasser. Hier unten Wasseranschluss, rechte Hälfte. Nur so wird es Sinn machen. Oder, da müsste man auch wieder dann Strom verlegen, da müssten wir dann auch wieder Leute hinschicken. Oder wir machen es tatsächlich hier, sieht man gar nicht gescheit, wir machen es tatsächlich hier. Und dann können die Leute zu Fuß gehen. Dann müssen wir keine Bushaltestelle, nichts extra machen. Strom hätten wir auch schon da. Jede Menge sogar. Klingt fast ein bisschen besser. Also, dass wir hier einen Wasseranschluss machen und hier einen Wasseranschluss für diese Seite. Da könnten wir uns mal überlegen, ob wir, weil ich hier vielleicht sogar noch Häuser herbauen will, ja, ob wir das hier zentral herstellen. Das ist eine gute Idee. Aber ich würde sagen, einen machen wir tatsächlich hier. Da haben wir nämlich auch schon alles. Strom und so weiter ist alles da. Das ist der Abfluss. Okay. Dann schauen wir jetzt mal hier wegen dem ersten Wasserbrunnen. Wasserbrunnen. Groß. Straße können wir bauen dahinter. Wasserqualität 93% ist wunderbar. Moment einmal. Steht da noch irgendwas? Ist da noch irgendwie was? Irgendwas gebaut? Ach du meine Güte. Okay. Naja, gut, der Strom. Aber das ist ein Abwasser, oder? Nö, das ist ein Wasser. Das muss nochmal weg. Okay, ist da Strom da? Strom ist da, ich finde das komisch, dass er da unbedingt hier, muss er da unbedingt hier so einen Kasten hinbauen. Na gut, okay, Wasser, ja, mal noch was, und da weg. So, jetzt würde ich sagen, denn wir brauchen sowohl für den Brunnen als auch für unsere Aufbereitungsanlage brauchen wir natürlich Leute. Das muss also mehr oder minder relativ nah an der Bushaltestelle stehen. Relativ nah am Strom stehen. Den hätten wir ja auch, dass wir es hier so in einem Rund machen und hier wieder zurückkommen und dann da runterlaufen lassen. Das ist die Idee. Okay, machen wir alles jetzt natürlich im Pausenmodus, können wir wieder abreißen, kostet nichts. Jetzt schauen wir mal. Okay. Da können wir uns gar nicht dran orientieren an den Dingen, das bringt jetzt nichts. Also, Wasserbrunnen. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube zu wissen, dass hier eine, da muss eine Pumpe zwischen rein. Pumpe. Dann Wasserreservoir. Machen wir daher. Na gut, der Strom stört Gott sei Dank nicht. Wasserreservoir, dann Aufbereitung, da ist der Ausgang, da hätten wir zwei Ausgänge, was machen wir, wenn man es so macht, ja, viel besser, sehr gut, diese Spiegelung, dass das geht, das habe ich viel zu spät erst mitgekriegt und viel zu wenig genutzt. So, dann können wir das auch ganz nah an der Stelle her. Mist, wollte jetzt gar nicht, aber okay, passt.
Nochmal ein Wasserreservoir. So, halt, Moment. Pumpe wieder. Das ist sie. Pumpe. Wasserreservoir. Zweimal Eingang. Nochmal Pumpe. Ich glaube, ich baue zu viele Pumpen, aber das ist mir jetzt egal. So, und von hier geht es dann Richtung Stadt. Müsste eigentlich stimmen. Und dann Wasserleitungen. Also vom Brunnen in die Pumpe. In das Wasserreservoir. Passt. Vom Wasserreservoir. Dann könnt ihr das ordentlich lagern. Hier in die Aufbereitung. Da könnten wir im Notfall sogar noch einen zweiten Brunnen bauen. Und könnten das übers Wasserreservoir vielleicht laufen lassen. Es könnte klappen. So, dann das hier. Wunderbar. Und hier geht es dann schnurstracks Richtung Stadt. So. Da haben wir, also da habe ich noch diese Brücken, die vom letzten Mal übrig geblieben sind. Da brauchen wir aber nur noch eine. Ja. Die reißt man mal weg, das verwirrt mich sonst. Ich bin jetzt nämlich oben. So, dann haben wir hier eine Brücke. Und haben hier einen Wasseranschluss und hier den, wo ich jetzt nicht so quer rüber machen, sonst wir müssen vielleicht nur Leitungen legen. So. So. Ich hoffe, es klappt. Wunderbar. Das war mal das Erste. Und hier im Prinzip genau das gleiche wie hier jetzt gerade. Ja, ich weiß jetzt nicht. Ich habe jetzt nichts erkannt, was nicht funktionieren sollte. Deswegen lassen wir es jetzt bauen. Damit ich die Zeit wieder weiterlaufen lassen kann. Wir haben überall Zugang. Alle Leitungen sind gelegt. Da haben wir schöne Wasserpumpen, lauter Wasserreservoire, damit wir auch jede Menge Wasser sammeln können. Das ist ja auch wichtig. Da haben wir einen Strom. Oh nein, wir haben einen Strom, wir haben zu wenig Strom. Oh, es geht sogar noch. Oh, Glück gehabt. Ich dachte, die untere Wasserpumpe ist raus, aber es geht tatsächlich noch. Und die ist stromreich. Der ist zwar an der Leistungskapazität ein bisschen drüber. Aber mehr müssten wir jetzt hier nicht mehr hinbauen, oder? Ah, das ist blöd. 106%. Ich will nichts riskieren. Vielleicht. Aber eine einen unterirdischen Stromtransformator gibt es ja nicht. Also ein Schalter, das geht ja nicht, ne? Wenn, dann müssten wir tatsächlich den Strom. Das wird sowieso nochmal anders. Oh mein. Das ist echt schwierig zu bedenken, weil wir sowieso später nochmal den ganzen Strom umstellen und dann sowieso vielleicht den Strom sogar von direkt von da unten holen, von unserem AKW. Oh Mann, wer soll das schon wissen? Okay, dann würde ich das jetzt tatsächlich mal unter dem Risiko so lassen, dass es ein bisschen zu wenig Strom ist. Das heißt also, Gebäude hat kein Trinkwasser. Ah. Mann, okay, das braucht die ja auch noch. Aber wir haben doch hier, jetzt Moment einmal, wir haben doch hier, Moment, ist doch noch ein zweiter Ausgang, oder? Ja. Ja, dann machen wir das jetzt ganz einfach. Wasseranschlussstation.
Hier zeigt er aber nicht an, dass das Gebäude ein Trinkwasser braucht. Die schon. Das macht aber nichts. Machen wir jetzt anders. Passt auf. Stellen wir jetzt hierher. Hierher. Machen das noch mal kurz weg, ein paar Meter. So, das hier da an. Super. So einfach ist. Könnt ihr auch gleich bauen. Sehr gut. Und jetzt hier dann. Gebäude hat kein Trinkwasser, kann nicht sein. Hier ist der Trinkwasserbrunnen. Sehen wir dann erst, wenn Leute da sind. Sehr schön. Ja, das müsste doch jetzt passen. Okay, das gefällt mir ganz gut. Jetzt die zweite Trinkwassergeschichte. Kommt dann daher irgendwie. Jetzt würde ich aber erst sagen, wir bauen hier tatsächlich. Machen wir denn das? Naja, Straßen bauen wir. Das hier weg, das irritiert mich ein bisschen. Schauen wir mal, schauen wir erst, wo wir den Brunnen hinstellen können. Wir brauchen den großen Wasserbrunnen. Wasserqualität, was haben wir denn da? 93%, na, das ist doch super. Okay, und hier hätten wir lauter Ausgänge. Hier brauchen wir definitiv, dann stellen wir den Wasserbrunnen daher. Hier brauchen wir definitiv einen Mitarbeiter. Dann machen wir das jetzt ähnlich, so eine kleine Schleife, dass wir da wieder ankommen. Das mache ich jetzt auch. Unter der hoffentlich großen Prämisse, ich weiß es nicht, dass der Wasserbrunnen und die Wasseraufbereitung keine Umweltschmutzung versorgen, sonst werden unsere Leute krank und dann müssen wir das nochmal komplett ändern. Das weiß ich aber jetzt nicht genau. So ein Mist. So, und dann haben wir hier jetzt das gleiche Spiel. Pumpe kommt hier hin. Mist, jetzt habe ich schon gebaut. Machen wir einen Pausenmodus wieder, bis wir alles haben. Pumpe kommt hier hin. Dann machst du das aber. Kommt hier hin. Dann Pumpe kommt hier hin. Ein bisschen weiter rüber. Hätte die Pumpe ein bisschen weiter rechts hier stehen sollen. Naja, gut, wird klappen, hoffentlich. Ja. Kommt daher. Das ist aber Pumpe. Dann Wasseraufbereitung groß. Wäre gut, wenn das so klappt. Können wir spiegeln? Ja, so klappt es noch besser. Wunderbar. Können die Mitarbeiter kommen? Dann haben wir hier links wunderbar noch Platz. Und doch ein bisschen weg von der Stadt, falls wir doch die Gefahr laufen, dass jetzt nah dran steht, hätten wir hier noch ein bisschen Raum dazwischen. Strom ist da. Abwasser ist sogar auch da. Apropos Abwasser, da kommt man gerade was ganz was Schlimmes. Braucht es da droben auch Abwasser, oder? Oh nein. Aber der hier doch Abwasser. Logisch, der hat ja Abwasser, weil die machen ja, haben ja, produzieren ja toxische Flüssigkeiten. Ah nein!
Dann müsste man schauen, dass man das relativ unkompliziert hierher bringen. Da müssen wir mal schauen, ob man da eine Brücke herbauen können, weil da haben wir keinen Anschluss mehr, oder? Ah, Wahnsinn. Irgendwas ist immer. Moment kurz. Da haben wir keinen Anschluss mehr. Da haben wir nur einen Auswurf, aber keinen Anschluss mehr. Da müsste man da eventuell eine Brücke herbauen. Bei einem. Und hier das Wasser ableiten. Das mache ich gleich. Ach komm, er fordert eine. Müsst mir jetzt. Das gibt's doch nicht. Er mal mit seiner Neigung. Kruzifix. Das wird gehen. Das geht nicht, oder wer? Ach komm. Also, bist du nicht willig? Ne? Ihr kennt es ja. So, dann haben wir hier einen Abwassertank. Und dann kann hier. Das braucht nur das Klärwerk Abwasser. Okay. Sonst stellen wir den da her. Und jetzt erzählen wir ja nichts von irgendeiner Neigung. Okay. Gehen wir mal davon aus, das klappt. Wirkt jetzt für mich nicht für eine Notlösung, sondern eine, wie soll ich sagen, sehr galante Lösung. Gut. Kommen wir zurück zu unserem Wasser. Ja, das hat er jetzt natürlich gebaut. Oder baut er noch? Aber es schaut ganz gut aus. Ja, ihr Lieben, okay, lassen wir den jetzt noch zu Ende bauen, ganz kurz, und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Es war es schon wieder, ja, 33 Minuten, es ist ein Wahnsinn, gell? Beim nächsten Mal geht es weiter, es macht wahnsinnig viel Spaß. Mikromanagement, wie ich das immer so schön sage, at its best von seiner allerbesten Seite. Und dann werden wir mal das nächste Mal schauen, wie wir das alles noch hinbringen. Es schaut jetzt mittlerweile ganz cool aus, mittlerweile bin ich sehr zufrieden. Es war gut, dass wir das nochmal geändert haben. Glaubt, höret meine Worte. Wenn denn am Ende alles klappt, ne? Das ist natürlich die andere Geschichte, weil wir müssen da ja auch überall Chemikalien importieren und so weiter. Und ich hoffe nicht, dass uns das alles mal die Kosten vom Kopf frisst. Wir werden sehen. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Einschalten. Jetzt mache ich Pause. Schaut das nächste Mal wieder rein. Danke für ein Like und ein Abo, wenn ihr sagt, hey, cool, schaue ich wahnsinnig gern zu. Schaut super aus, wie er sich da abmüht, da alles hinzubekommen. Bis zum nächsten Mal. Danke für ein Like und ein Abo. Bleibt gesund, euer DJ Nick. Servus, pfiat's euch.